Und dann schießen wir mal hier oben gegen die Wippe. Und ich glaube, der hat keine Chance mehr, gegen, an uns ranzukommen. So. Ach, die Gerüche werden mit jedem Schritt immer fauler. Oh. Sorry, jetzt habe ich gerade das abgebrochen. Durch die Tore zum Turm des Bösen und betraten die Schmiede, in der die Untoten ihre Waffen und Rüstungen fertigten. Auf sie herabschauend stand der Turm des Bösen hoch und bedrohlich. Dies war das Herz des Bösen. Also, wir sind im dunklen Turm angekommen und machen uns auf in die Eisenschmiede. Oh, das ist nicht gut. Dieser Geruch erinnert mich an eine Waffenschmiede. Ha! Ich habe die beste Waffe von allen. Das stimmt allerdings. Da würde ich ihm tatsächlich beipflichten. Okay. Ganz viele Stachelfallen. Na, das macht mir Freude. Kann ich mich hier nicht irgendwo festhaken? Naja, dann... Zack und... Zack. Oh. Nochmal, ach, schau mal, die Statue, der betet hier, der Kollege. Jetzt aber. Guck mal, da oben kann ich mich doch festhaken. Kann ich denn jetzt hier hoch? Nee, kann ich nicht. Da ist aber ein Speicherpunkt, das heißt, da kommen wir nochmal vorbei. Okay, legen wir einfach eine Planke hier drüber, würde ich sagen. Hier hören die da waren die letzten zwei Stacheln und ich renne voll drauf. Okay, jetzt gehe ich mal runter von der Brücke, bevor der noch drauf schlägt und die Brücke mir hier unterm Arsch kaputt schlägt. So. Noch mehr? Ja, noch mehr. Natürlich. Ach, da steht noch. Wow. So. Noch ein Schildträger, noch ein Flammenwerfer, Spucker, Bogenschütze. Okay, jetzt komme ich aber doch bestimmt hier nicht hoch, weil hier ein Gitter im Weg ist. Und da gibt es dann Aufzug nach oben. Also geht es da wohl nach einem Level weiter. Dann probieren wir erstmal Folgendes aus. Klappt sogar. Und dann holen wir uns hier ran. Und dann machen wir einen riesigen Satz darüber. Und zwar genau jetzt. Na. Okay, habe ich die falsche Taste gedrückt. Sorry. Und zwar genau jetzt. So. Du nervst auch nicht mehr. Und jetzt bräuchten wir doch wieder gar nicht so viel Hilfe dabei. Uah. Das war ein bisschen knapp. Ich will jetzt hier mal nur schnell nochmal gucken nach links. Und wenn man nach rechts geht es offensichtlich weiter und das dreht sich gar nicht, das Ding hier. Bewegt sich nicht, wollte ich sagen. Ah ja, okay, da sind wir schon wieder hier. Also nichts Interessantes mehr. Unsere Plattform bekommt hier gerade Schlagseite, warum auch immer. Why auch ever. Und... Kann ich dich eigentlich? Nack, nack, nack. So, hier sind wir ganz einfach rangekommen. Und hier... Hier wollte ich gerade sagen, diese Bretter sind garantiert zerstörbar. Sind sie auch. So, okay. Kann ich den jetzt eigentlich irgendwie kaputt machen? Okay, wir müssen ganz offensichtlich von hier... die hat sich wieder enthakt. Von hier unten ran. Oh Mann. Wenn ich jetzt nur mich nicht so rausbewegen würde aus dem Sichtfeld von hier. Das klingelt gerade mein Handy, aber da gehe ich später ran. Ignoriert es einfach, wenn ihr es hören solltet. Das Brummen. Schaffe ich das hier nicht irgendwie jetzt weg? Ich schaffe es zumindest mal darauf. Und jetzt kann ich das ganz schnell nehmen und da
hochlegen. Sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Ich würde es bestimmt bereuen. Wir nehmen uns mal das Ding hier noch mit. Die sehen so aus, als ob sie die Lava vertragen. Alles andere geht unten bestimmt kaputt. Hab ich wieder toll gemacht. So. Ja, genau. Machen wir hier eine schwebende Plattform hin. Bevor uns der Hoppla. Bevor uns hier noch der Kittel anfängt zu brennen. Hoppla. Jetzt aber, huh? Ja. Ich wechsle mal schnell auf Soja. Da uns mit dem armen Amadeus das Mana langsam rausgeht. Ah, da war ein Hebel, den hatte ich gar nicht gesehen anfangs. So, Energiefiole, Erfahrungsfiole gecatcht. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier das alles aktiviert gerade. Ah ja. Okay. Super. Es gibt jetzt hier auf jeden Fall den Aufzug da unten. Den nehmen wir auch gleich zurück. Kein Problem. Müssen... Oh, nein. Okay. Ignoriert, was ich gesagt habe. So, ach, guck mal. Jetzt hat der Stein der Wiederkehr ist jetzt verbraucht. Dafür leben wir jetzt wieder. Und der hier ist noch nicht tot. Kommt schon wieder einer. Und dann schießen wir einfach mal so. Oh. Ah ja. Habe ich dich doch erwischt. Wollte ich nämlich sogar. Und wir ziehen uns einfach hoch und machen wieder die alte Schwingerangelegenheit. Weil das können wir eigentlich auch einfacher machen dieses Mal. Wenn wir hier nicht voll dagegen rennen würden und uns noch umbringen. Oh Mann. Das ist nicht mehr feierlich gerade. Wenigstens haben wir die Gegner noch erledigt. Dann war der Stein der Wiederkehr nicht ganz so umsonst benutzt. Das Ding hakelt sich jetzt gerade immer noch einen ab. Mach du nur. Aber wir sollten ja gleich beim nächsten Checkpoint sein. Muak. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Wir haben jetzt gerade unseren letzten Kämpfer. Kein Risiko eingehen. So. Okay, Nummer 1. Nummer 2, sehr gut. So, legen wir noch eine Planke auf. Und, oh, wir werden schon wieder angegriffen. Wunderbar. Ich bleibe einfach direkt hier am Spawner stehen. Na, gut. Was kommt jetzt noch an? Nochmal ein Schildträger, na ja. So, wenn der jetzt hochkommt, kriegt er genau das. So, jetzt war hier eine, ganz genau, aber, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aha, hat besser funktioniert, als ich dachte. So, hier kommen wir auch ganz easy hoch. Nur, doch nicht so ganz, so ganz easy. So, jetzt nochmal vielleicht? Jawohl. Gerade so. Kommen wir wieder runter. Und, oh je. Ob das so gut ist?
Aber andererseits, was bleibt uns denn anderes übrig, als zu sterben? Ich gehe uns nochmal schnell wiederbeleben direkt. Warten wir mal ganz kurz auf den Aufzug und dann probiere ich das hier mal zu umgehen und bastel uns irgendwas über die Lava vielleicht, wenn uns die Feuerbälle nicht so sehr dran hindern. Was ich immer schwer hoffe, dass sie das nicht tun. Und schauen wir mal. Hier kommen zwei Stück runter, sehr nah nebeneinander. Aha. Kann mit dem Ding hier, das kann ich glaube ich auch nicht wirklich hier hoch bewegen und da. Das hält er nämlich nicht. Und alles, was ich hier baue, wird wahrscheinlich zerschossen von den Feuerbällen, oder? Nee. Wow, okay. Dann platzieren wir die mal ein bisschen anders. So, okay, den einen Feuerball haben wir mitgenommen, aber das macht nichts. War es definitiv wert, hier drüber zu kommen. Und es ist ja nützlich, das zu wissen, dass das fliegende Dreieck das auch abhalten kann. Noch mehr von den Dingern. Na? Ist ein bisschen vom Fleisch gefallen, wa? Natürlich. Schon wieder fast tot. Haha. So. Jetzt sollten wir aber hoffentlich hier Ruhe haben, so langsam. Ne, das spawnt schon wieder was. Aber hier gibt es uns nichts hier unten. Und kannst du hier eigentlich irgendwas Tolles machen? Außer, dass man dich am Seil wieder abschießen kann? Ich pendel dich einfach mal aus. Nicht wirklich. Dann würde ich mal sagen, wir schießen einfach das Seil hier ab. Brauchen es wahrscheinlich überhaupt nicht. Damit hätten wir schon ein paar Gegner stilvoll erschlagen können. Na, und den Pfeil auch noch abgekriegt. So, noch mehr. Meine Güte, ich wollte doch schon wieder weiter klettern. Ah, jetzt aber. Lasst mich in Ruhe. Noch mehr. Guti. Geschafft. Da unten ist eine Schatztruhe auf jeden Fall. Und von hier kommen wir aber nicht rein, von da drüben dann vielleicht oder so. Mal gucken. Hier war ja das ein großes Tor, ne, richtig. Das heißt, da wird es dann später weitergehen. Also gehen wir schon mal diesen Weg hier oben erstmal lang. Bin mal gespannt, wie man die Schatztruhe rankommen. Sieht kompliziert aus. So, wir machen erstmal nicht das hier, nein, das wollte ich mit einem anderen Charakter machen. Das ist die rechte Maustaste, wollte ich eigentlich mit Amadeus drücken. So. So, geh mal aus dem Weg, du Wippe, du. Machen wir es vielleicht. Ah, nee, du. Echt nie. Schieb. Auch nicht, wa? Komme ich nicht hoch? Nee. Ach, dann machen wir es jetzt anders. So. Und jetzt ganz, ganz schnell. Ach. Manu.